Hey, kennst du sie auch, diese Typen, denen dauernd irgendwie was passiert im Leben und die genau deswegen nicht vorankommen? Ich habe die irgendwie als Dauergast bei mir. Deswegen möchte ich das Thema auch heute aufgreifen, hier in der Morgenshow, die Morgenshow mit mir. Mein Name ist Karin West und ich freue mich wie immer, dass du mit dabei bist. Gestern habe ich mich mit meiner lieben Freundin der Petra getroffen in Linz, sehr spontan und völlig ungeplant eigentlich. Und dann kam auch so ein Thema auf, wo ich dachte, über das sollten wir hier sprechen. Denn es gibt so Menschen, die schreien scheinbar bei allem irgendwie so, hier, 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 und denen passiert dauernd irgendwas. Die ziehen die unmöglichsten Dinge an, von denen man sich denkt, wie kann denn das überhaupt sein? Wie kann einem Menschen denn sowas alles passieren? Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, denen passiert auch unglaublich viel in diese Richtung, aber die gehen so ganz, ganz anders damit um. Und das ist, wie gesagt, mein Thema für heute. Das Leben kommt uns immer, immer, immer wieder dazwischen. Und es das heißt es so schön, Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst. Und dennoch gehen die einen so anders damit um als die anderen. Was mir gestern auch in dem Gespräch mit der Petra wieder mal klar geworden ist, ist dieses Kernthema dessen, wie gehen wir mit dem um, was uns denn da so passiert, was uns das Leben da so präsentiert. Und das ist für mich einfach so diese Grundeinstellung. Genau hier trennt sich, das ist noch rausgekommen, trennt sich die Spreu vom Weizen, und zwar ganz signifikant. Während die einen das als Gelegenheit nehmen, sich wieder auf die Couch fallen zu lassen und die nächste Tüte Chips oder die nächste Schokolade aufzumachen und sich jetzt einfach mal so, oh Gott, das habe ich mir verdient, dem hinzugeben, sehen die anderen das einfach als Chance. Und ganz ehrlich, egal wo du schon in deinem Leben warst, du hast sicher schon mal gedacht, tiefer geht's nicht mehr. Es geht nicht mehr schlimmer, es geht nicht mehr tiefer, du kannst nicht mehr tiefer sinken, es kann nicht mehr schlimmer kommen. Und genau hier ist für mich einfach so diese Denkweise so wichtig und entscheidend, nämlich auch als Unternehmer so wichtig und entscheidend, dass du dir klar wirst, dass du jetzt nicht am Boden liegst und das war's dann, sondern dass dir eigentlich klar ist und dass dir bewusst wird, dass jeder Samen irgendwo einen Boden braucht und dass das genau der Nährboden ist, an dem du etwas einpflanzen kannst. Und je nachdem, was du hier einpflanzt, das wächst eben dann auch. Ob das jetzt weiterhin diese Opferrolle ist und zu sagen, oh Gott, das Leben ist so schlecht zu mir, oder ob das eben auch einfach diese Stehauf-Mentalität ist und zu sagen, so, okay, was ist denn hier jetzt gerade diese Challenge dran? Was kann ich hier jetzt wirklich daran lernen? Und ich weiß, es kommen da jetzt sicher gleich jede Menge Unkenrufe von Menschen, die meinen, oh, aber bei mir ist das so und du kannst doch nicht verallgemeinern und du kannst doch nicht dies und es gibt doch Menschen, die, ja, gibt es, Punkt, gibt es. Das Leben ist nun mal nicht fair. Das ist so, Punkt. Die Frage ist nur einfach immer, was machen wir daraus? Was machen wir aus diesen Situationen? Ich krieg so oft Mails und auch erst gestern wieder. Ich habe mit meiner Assistentin auch wieder über ein Thema gesprochen, wo ich sage, die Person ist so in der Opferrolle drinnen, dass sie gar nicht sieht, wie sehr sie da drinnen steckt und dass sie genau durch das, was sie schreibt, durch das, was sie sagt, durch das, was sie tut, gar nicht in die Veränderung kommen kann, weil sie sich so wohl darin fühlt, einfach das Opfer von ihrem eigenen Leben zu sein, das Opfer von den Umständen zu sein, das Opfer von irgendetwas zu sein. Ja, und ich übertreibe da hier jetzt auch mal, weil ich möchte, dass du das wahrnimmst und dass du für dich auch wirklich bewusst siehst, wie oft du dich vielleicht selbst in diese Opferrolle begibst, wie oft du vielleicht selbst sagst, oh, jetzt ist aber gerade das und oh, jetzt ist aber gerade das und da ist doch das im Außen passiert und da war doch das und das macht jetzt dieses und jenes mit mir. Wir lassen uns so leicht von dem, was im Außen auf uns einprallt, manipulieren. Wir lassen uns so sehr leiten von dem, was im Außen alles rundherum passiert, anstatt dass wir im Innen anfangen, die Dinge zu verändern, anstatt dass wir anfangen, uns zu verändern, anstatt dass wir anfangen, für uns selbst einfach auch wirklich diese Kontrolle und Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, für unser Business, für unser Glücklichsein, für unsere gute Laune, für unser Aussehen, für unsere Gesundheit. Wir schieben alles so sehr aufs Außen, weil das so einfach ist, weil wir damit nicht bei uns anfangen müssen, die Dinge zu verändern.
Aber erst wenn du das tust, wenn du wirklich verstehst, wie viel Kontrolle du über dein eigenes Leben hast, wie viel Kontrolle du übernehmen kannst für die Dinge, die passieren, nämlich wie du darauf reagierst, nicht nur agieren und nicht nur hier sein, nicht nur mit den Dingen assoziieren, sondern dich auch mal dissoziieren, Abstand zu nehmen, dich von den Dingen zu lösen und dann eine Lösung dazu zu finden, zu diesem Thema, das als Challenge zu sehen und dich immer wieder zu fragen, okay, das ist jetzt einfach Fakt, aber was tut's denn tatsächlich mit mir? Wo beeinflusst es mich wirklich? Wo kann ich den Schranken ziehen? Wo kann ich Nein sagen? Wo kann ich etwas nicht so nah an mich heranlassen? Wo kann ich aktiv werden und wo kann ich proaktiv etwas an der Situation verändern, anstatt mich quasi einfach nur hinzugeben und anstatt einfach nur da zu sein und das Ganze quasi einfach geschehen zu lassen. Es ist immer wieder deine bewusste Entscheidung, wie du auf die Dinge reagierst. Mit allem, was du hörst, was du siehst, was du konsumierst, welche Informationen du aufnimmst und welche auch nicht. All das, was dir im Leben passiert, all das, was du jetzt hast, all das, was jetzt gerade in deinem Leben ist, hast du dir selbst manifestiert. The good, the bad, the ugly. Alles davon, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Ob du morgens aufstehst und aus dem Bett springst und sagst, yes, das ist es und ich kann es kaum erwarten, in den Tag zu starten. Oder ob du 17 Mal die Schlummertaste drückst, weil du kein Warum hast, das dich so dermaßen zieht, wo du sagst, okay, und das ist meine Challenge für den Tag und das ist das, woran ich wachsen möchte und das ist das, was ich umsetzen möchte. Das sind die Spuren, die ich hinterlassen möchte. Das ist das, was ich wirklich bewegen möchte. Wenn du das nicht hast, dann ist das einfach so dieser Part, wo ich sage, ja, okay, und dann kommt das Leben einfach auf mich zu und dann passiert irgendetwas mit mir. Also deswegen, Step 1, schau dir wirklich an, was ist tatsächlich in deinem Leben? Was kostet dich Energie? Was raubt dir Energie? Was macht dir gute Laune? Was tut dir gut? Und wie sehr bist du diesbezüglich fremdgesteuert und auch wirklich selbstgesteuert? Was geht von dir aus? Ich ertappe mich auch immer wieder dabei, dass ich mein Seelenglück, mein Herzensglück von anderen Menschen abhängig mache. Ruft er an oder sie, meldet er sich oder sie, kommt diese oder jene Rückmeldung, das macht was mit mir. Aber ich werde auch einfach jeden Tag besser da drin. Und eben auch immer wieder zu schauen, wo liegt meine Verantwortung darin, wo und wie ich drauf bin, wie viel ich umsetze von dem, was ich vorhabe und wie viel lasse ich vom Außen einfach auch wirklich auf mich zu. In Step 2, wenn dir klar ist, was tatsächlich ist und was deine Energieräuber sind, was dir Energie liefert, was dir gut tut, was nicht, dann triff auch die Entscheidung, das eine oder andere wirklich loszulassen, dich von diesen Problemen auch wirklich zu lösen, sie zu verändern und nicht weiter zu ertragen. Und fang an, dir wesentlich mehr von dem reinzuholen, was dir wirklich gut tut. Ich mache zum Beispiel einmal im Jahr eine Liste mit Namen. Meine Namensliste ist es. Und da stehen die Menschen drauf, die mir gut tun und die mir Energie liefern und die mir Rückendeckung geben und die mich pushen und die ich gerne in meinem Leben habe. Und dann stehen auch die Menschen drauf, wo ich merke, es tut mir nicht gut. Die tun mir einfach nicht gut. Sie sind trotzdem in meinem Leben, aber sie tun mir nicht gut. Sie kosten mir Energie, sie rauben mir Aufmerksamkeit, sie rauben mir meine Zeit, ohne dass das auf einer schönen, ausgeglichenen Ebene und Balance ist. Und diese Liste, ich kann dir nur raten, mach so eine Liste, mach sie nicht öffentlich, mach sie für dich, aber mach dir diese Liste und schau dir an, welche Menschen hier da sind. Mach eine Ja- und mach eine Nein-Spalte da drauf und mach es einfach schwarz auf weiß für dich, um zu sehen, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Und das kannst du nicht nur mit Menschen machen, das kannst du auch mit Situationen, mit Verpflichtungen, mit anderen Dingen in deinem Leben tun. Und dann triff die Entscheidung, weniger von dem, was dir nicht gut reinzulassen und viel mehr reinzuholen von dem, was dir gut tut. Auf meiner Liste stehen dann zum Beispiel auch immer Menschen drauf, die noch keinen Namen haben, wo ich sage, das sind die Menschen, die ich heuer aktiv in mein Leben holen möchte. Das sind heuer die Menschen, von denen ich mehr in meinem Umfeld haben möchte. Und ich beschreibe sie.
auch wenn noch kein expliziter Name dasteht. Aber du kannst dir vorstellen, was dann im Lauf des Jahres innerhalb der nächsten Tage, Wochen, Monate passiert. Ich hole mehr Menschen diesbezüglich rein, die so sind, wie ich es tatsächlich möchte. Und das ist diese Entscheidungsmöglichkeit, die du immer wieder hast. Das ist genau diese Möglichkeit, die du hast für dich, für dein Business, für dein Leben, für deine Gesundheit, für deine Beziehung, für deine Freundschaften, auch für deinen Kontostand, für dein Wohlbefinden, für dein Seelenglück, für all das, was dir tatsächlich wichtig ist, dir genau das reinzuholen. Und hier bewusst diese Entscheidungen zu treffen und nicht nur zu sagen, ach, mein Leben ist so und ich kann mir meine Familie ja nicht aussuchen. Das ist richtig, das kannst du nicht. Du kannst dir deine Familie, deine Verwandtschaft nicht aussuchen. Aber du entscheidest darüber, wie viel Energie stecke ich da rein in etwas, was mir vielleicht nicht gut tut, weil da Menschen sind, die dir vielleicht nicht gut tun, die vielleicht immer wieder an dem zweifeln, was du tust, die dich immer wieder auf den Boden der Realität zurückholen, wenn du beginnst, richtig groß zu träumen und abzuheben, die vielleicht nicht verstehen, warum du nach mehr strebst, weil du verstanden hast, dass für dich mehr einfach wirklich möglich ist und dass es präsent ist und dass es bereits im Außen da ist und nur darauf wartet, dass du darauf losgehst. Was für die einen Probleme und Herausforderungen und schon wieder quasi die Schicksalsschläge sind, sind für den anderen aber einfach Chancen, sind Möglichkeiten, sind Dinge, das Leben anzupacken. Ja, nochmals, das Leben ist nicht fair. Das Leben ist in vielen Bereichen kein Wunschkonzert, aber in ganz vielen anderen Bereichen können wir uns die Zeit, die wir hier haben, so gestalten, wie wir wirklich bereit sind, das auch echt anzupacken und umzusetzen. So wie wir bereit sind, das Beste aus dem zu machen, was uns hier zur Verfügung steht. Jeden Tag wieder aufs Neue. Deswegen entscheide auch du dich jeden Tag wieder aufs Neue und überleg dir sehr bewusst, wie du darauf reagierst, wenn das Leben mal quasi wieder dazwischen kommt, wenn das Leben mal quasi einfach wieder passiert, wie du auf diese Dinge reagierst, was du hier tust, wie aktiv du mit diesen Challenges umgehst. Ob du dich davon erschlagen lässt, ob du dich davon quasi niederdrücken lässt. Und selbst wenn das passiert, weil das Leben ist eben so, manchmal tut es scheiße weh. Manchmal sind Riesen-Challenges da und manchmal sitzt der Schmerz auch einfach richtig tief. Aber das sind genau die Punkte, wo du entscheiden kannst, wachse ich daraus, ja? Wenn sich der erste Schmerz gelegt hat, wenn dann dein Killerinstinkt, dein Überlebensinstinkt wieder einsetzt, ja, dass du sagst, okay, das ist das, wo es jetzt wirklich hingeht, okay, das ist jetzt gerade, das ist die Situation, aber das ist meine Entscheidung, wie ich darauf reagiere. Und glaub mir, ich war ein paar Mal in der Hölle und ich bin dort so bewusst reingegangen, habe mich dort umgesehen und gesagt, okay, das ist scheiße hier, ganz ehrlich, ich knall die Tür hinter mir zu, ich war hier, danke, und jetzt nichts wie raus. Und das sind die Momente, in denen du beginnst, wirklich zu wachsen. Es gibt diesen Spruch, I've never met a strong person with an easy past. Und der ist für mich so signifikant, der ist so stark, weil dem auch tatsächlich so ist. Du wirst nicht zu einer starken Persönlichkeit, weil das Leben mit Wattebäuschen um dich wirft, ja? Sondern du wirst dann zu einer starken Persönlichkeit, weil du für dich auch wirklich entschieden hast und weil du für dich auch wirklich beschlossen hast, diese Dinge, die das Leben hier um dich bereithält, auch wirklich als Challenges anzunehmen und genau daran zu wachsen und hier eben auch einfach wirklich voranzugehen, es als Chance für dich zu sehen, dich weiterzuentwickeln und an genau dem zu wachsen. Und genau dadurch gehst du für andere Menschen als Vorbild voran. Du kannst ihnen zeigen, was möglich ist, wenn sie die Perspektive wechseln, was möglich ist, wenn sie ihre eigene Einstellung verändern. Du kannst dich ergeben und kannst einfach sagen, okay, ich bin das Opfer in diesem Leben und es gibt genug da draußen und ja, vielleicht brauchen wir die auch in unserer Gesellschaft, die Menschen, die sich gerne als Opfer sehen. Ich bin nicht bereit dafür und wenn dann nur für einen kurzen Moment, bis dann wieder sagst, okay, wow, das ist mein Killerinstinkt, das ist das, wie ich eigentlich ticke und das ist das, wie ich diese Situation anpacke.
Und ich freue mich, dass jetzt auch einfach die Petra mit dabei ist, weil sie war im gestern der Impuls für dieses Thema in der heutigen Morgenshow. Schau dich also um in deinem Leben. Wo gehst du immer wieder in diese Opferrolle rein? Wo ergibst du dich immer dem? Wo bist du einfach am Jammern? Wo bist du am Sudern? Wo bist du für dich selbst in dieser Situation, dass du sagst, oh mein Gott, das ist jetzt gerade. Anstatt proaktiv darauf zuzugehen, das anzupacken, die Dinge zu verändern und dein Leben eben auch wirklich selbst zu bestimmen. Wenn du das Gefühl hast, du liegst echt ganz oben, du liegst echt am Boden und es geht nicht mehr tiefer, dann mach dir bewusst, dass du jetzt den Samen pflanzen kannst für das, was daraus entsteht. Du kannst dich auch entscheiden, dort unten liegen zu bleiben und die Situation einfach anzunehmen. Aber du kannst eben auch entscheiden, da jetzt einen verdammt starken Samen zu setzen, den zu nähren und daraus auch wirklich zu wachsen. Und das ist das, was ich dir wünsche. In diesem Sinne, dream big, stand out, weil du dich nicht einfach hingibst, weil du nicht in dieser Opferrolle bist, sondern weil du beginnst, tagtäglich für dich zu wachsen. Mindset matters most, immer und immer wieder. Gerade in Situationen, die herausfordernd sind, gerade in Situationen, die Challenges für uns bringen, egal ob privat, gesundheitlich, beruflich, in deiner Beziehung, bei deinen Finanzen, egal wo. Wir haben sie alle. Nobody's perfect, wie du gerade merkst, und das ist auch wirklich richtig live. Und das sind aber die Punkte und das sind die Momente, wo du dich tatsächlich unterscheiden kannst von den anderen und wo du selbstbestimmt und selbstbewusst dein Leben auch wirklich führst, weil du weißt, es ist immer wieder deine, deine bewusste Entscheidung. Und bevor ich jetzt hier den vollen Hustenanfall kriege, wünsche ich dir jetzt noch einen super, super tollen Tag. Ich wünsche dir viel Klarheit darin, dass du für dich erkennst, wo bin ich Opfer und wo bin ich wirklich aktiv? Wo nehme ich mein Leben selbstbewusst und voll Kontrolle und Verantwortung in die Hand? Wir sehen uns wieder in der nächsten Morgenshow. Schreib mir doch gerne dein Feedback dazu. Wenn du findest, das Video war cool, dann freue ich mich über ein Like, dann freue ich mich darüber, dass du es teilst mit anderen. Vielleicht kennst du jemanden, für den diese Message heute einfach richtig relevant war und richtig gut sein kann. Dann tag diese Person, schick den Link weiter, bring sie hinaus in die Welt. Gemeinsam können du und ich unglaublich viel bewegen. Und auf dieses Movement, auf diese Veränderung freue ich mich einfach immens. Wir sehen uns wieder in der nächsten Morgenshow. Ich wünsche dir einen fabelhaften Tag, einen grenzgenialen Tag. Bis dahin, alles Liebe, deine Karin. Ciao, bis bald.